Der Krefelder Weihnachtsmarkt erlebte am Mittwoch eine musikalische Premiere. Rund 250 Besucher und Fans der Krefeld Pinguine wollten sich nicht entgehen lassen, wie das Team seine Wettschulden vom vergangenen Freitag einlöste. Doch so mutig die Schwarz-Gelben noch zuletzt bei den Hamburg Freezers die Punkte mitgenommen hatten, so zaghaft hörten sich am Mittwoch dann die Gesangsversuche der Eishockeyspieler an. Nach rund 20 Minuten war der Spaß auch schon wieder vorbei und die große Jagd auf Fotos und Autogramme mit den Pinguinen ging los. Kapitän Herbert Vasiljevs fand die Aktion rundum gelungen. Es war auch richtig so. Wir haben die Wette verloren, also sind wir dann gesungen. Ja, und es ist schön zu sehen, dass so viele Leute gekommen sind. Der Weihnachtsmarkt ist super schön. Es macht Spaß, es ist nicht zu kalt. Und da kann man auch so einen schönen Abend hier verbringen. Und auch die anwesenden Besucher kamen voll auf ihre Kosten und standen nach der Gesangseinlage minutenlang an, um sich Autogramme von ihren Eishockeyhelden zu holen. Ja, nicht so ganz glorreich, finde ich auch. Die hätten ein bisschen besser singen können, mehr mitsingen können. Die Vorbereitungszeit war ein bisschen kurz. Ja. Aber trotzdem toll, dass sie gekommen sind, oder? Total klasse, ja, hat uns sehr gut gefallen, ja. Nachdem die Pflicht erledigt war, gönnten sich auch die Pinguine ganz entspannt mal den ein oder anderen Kakao oder Glühwein. Da an diesem Wochenende auch keine Spiele in der deutschen Eishockeyliga für die Pinguine anstehen, können die Sportler solche öffentlichen Auftritte auch wesentlich entspannter genießen. Es tut auch gut, dass wir mal ein bisschen frei haben, weil wir einfach jetzt hier Januar ganz viele Spiele hintereinander haben und deswegen ist man ganz schön, erstmal runterfahren und dann neu anzufangen wieder und dann durchzustarten. So richtig Zeit, Weihnachten zu feiern, haben die Kufencracks aber in Zukunft dann doch nicht. Deshalb nutzt Thomas Supes auch die Zeit nach dem Spiel gegen Mannheim am 23. Dezember, um zu seiner Familie zu fahren und mit ihr zusammen Weihnachten zu feiern. Herbert Vasiljev findet das Thema Weihnachten schwierig, hat aber in weiser Voraussicht schon mal alle Geschenke besorgt. Ja, was heißt Weihnachten? Wenn Weihnachten kommt, dann müssen wir wieder spielen. Ich meine, das ist jetzt nicht so doll, aber ich meine, ich bin bereit, ich habe meine Geschenke gekauft und alles läuft super. Und so nutzten die Schwarz-Gelben den vom Gesanglichen her sicher zu verbessernden Auftritt auf dem Krefelder Weihnachtsmarkt, um ihren Fans nahe zu sein, selber ein wenig abzuschalten oder einfach in schöner Atmosphäre einen Glühwein oder ähnliches zu trinken. Na dann, Prost!